Ich bin Michael Schmidt, ich bin kaufmännischer Leiter der Heffater Fachklinik Fürstenwald. Wir sind ein Kompetenzzentrum für Abhängigkeitserkrankungen. Das heißt, Sie sind bei uns in allerbesten Händen. Die Fachklinik Fürstenwald liegt mitten im Grün, umgeben von Wäldern und ca. 10 Kilometer von Kassel entfernt. Die Straßenbahn pendelt mehrfach die Stunde von und nach Kassel. Mit unserem Therapeutenteam für Sport und Entspannung erfahren Sie schon nach kurzer Zeit spürbare erste Fortschritte. Sei es in der körperlichen Leistungsfähigkeit oder im allgemeinen Wohlbefinden. Im Rahmen der Arbeitstherapie erfahren Sie Selbstwirksamkeit, indem wir Sie in die alltäglichen Abläufe mit einbinden. Sei es bei der Betreuung der klinikeigenen Schafe, in der Holzwerkstatt, in der Gärtnerei oder bei der Landschaftspflege. Wir fördern Ihre gestalterischen Fähigkeiten auf vielfältige und kreative Art und Weise. Wir fördern kontinuierlich Ihre Gemeinschaft und Zugehörigkeit untereinander, sei es durch gemeinsames Essen, durch das Teilen von Mutmachgeschichten oder aber auch durch gemeinsam durchgeführte Gottesdienste. Die Heffater Fachklinik Fürstenwald ist eine Rehabilitationsklinik für Abhängigkeitskranke. Ich bin Dr. Reinhold Hildenhagen, ich bin der ärztliche Leiter in der Heffater Fachklinik Fürstenwald und ich möchte Ihnen die Klinik heute ein wenig vorstellen. Unsere Klinik hat 65 Betten, die befinden sich alle in Einzelzimmern mit eigenem Bad. Für Abhängigkeitskranke, wir behandeln überwiegend Menschen mit Alkoholabhängigkeit, aber auch mit Cannabisabhängigkeit, zunehmend auch mit Verhaltenssüchten und in seltenen Fällen auch Abhängige illegaler Drogen. Wir nutzen hierzu alle anerkannten Therapieverfahren, die in Deutschland üblich sind, verhaltenstherapeutische Therapiebausteine, ebenso wie tiefenpsychologisch fundierte und auch aus der systemischen Therapie. In den ersten beiden Behandlungswochen führen wir eine intensive Diagnostik durch, um festzustellen, welche Störungen oder Krankheiten sich hinter den Abhängigkeitskrankheiten befinden, um gezielt therapieren zu können. Nach diesen zwei Wochen findet eine Einteilung in indikative Gruppen statt, sodass wir störungsspezifisch zum Beispiel Menschen mit gleichzeitig bestehenden depressiven Störungen oder Traumafolgestörungen behandeln können. Die Klinik verfügt über einen Kindergarten für Begleitkinder. Während der Therapiezeiten können die Eltern ihre Kinder dort betreuen lassen. So ist es uns möglich, Kinder vom Alter von 0 Jahren bis 7 Jahren dort zu betreuen. Ältere Kinder bis zum Alter von 14 Jahren besuchen die umliegenden Schulen. Unser Menschenbild und unser Störungsverständnis ist tiefenpsychologisch fundiert. Das bedeutet auch, dass wir uns in der Eingangsphase damit auseinandersetzen, welche weiteren psychischen Krankheiten, Störungen oder Probleme vorliegen. Die Größe unserer Klinik ermöglicht es uns, auf die Bedürfnisse unserer Patienten in besonderem Maße einzugehen. So behandeln wir zahlreiche komorbide Störungen, insbesondere Menschen mit gleichzeitig bestehenden depressiven Erkrankungen, Schlafstörungen und wir haben ein Therapieprogramm für ältere Menschen jenseits der 60 Jahre. Dabei ist es uns wichtig, dass der Patient im Mittelpunkt unserer Bemühungen steht. Wir sind innerhalb der Heffater-Diakonie sehr gut vernetzt und deshalb gelingt es uns besonders gut, ein umfassendes Behandlungsangebot an unsere Patienten zu machen und gegebenenfalls auch in besondere Wohnformen weiter zu vermitteln, wenn hierfür Bedarf besteht. Für die Zeit vor, während und nach Ihrer Therapie werden Sie eng betreut durch unsere Patientenaufnahme und den Sozialdienst. Wir unterstützen Sie bei der Antragstellung und lassen Sie mit der Bürokratie nicht allein. Sollten wir Ihr Interesse geweckt haben, wenden Sie sich bitte vertrauensvoll an unsere Kollegen und Kolleginnen. Wir freuen uns auf Sie.